Der Schiedsrichter kann Klose nicht einwechseln. Lahm winkt, zeigt an, spielt ihn mir doch zu. Jetzt kommt der Ball hoch rein. Kopfball, Gomez, Tor! Bude, da ist er schon fast mit einem Bein draußen und der Bundestrainer zeigt ihn an. Nee, Klose, jetzt musst du noch ein bisschen warten, schickt ihn da schon wieder in Richtung Auswechselbank. Er applaudiert, der Klose, aber Gomez ganz, ganz stark, Flanke, rechte Seite. Gomez mit all seiner Wucht und seinen 88 Kilogramm springt er nach oben, per Kopf, halb rechts unten rein. Rui Patricio ist geschlagen, Gomez bringt Deutschland in Führung. Der Bann ist gebrochen und die drei Punkte, Guido, zum Riechen nahe gegen den Lauf von Rui Patricio. Nee, das Riechen, das nehme ich zurück. Genau. Die Nase, die hat mich schon getäuscht. Ich will von Riechen heute nichts mehr hören, aber ich konstatiere gern dieses 1:0 durch Mario Gomez, der tatsächlich fast schon draußen war. Und wir sind glücklich und dankbar, dass es keine Spielunterbrechung gegeben hat und der Wechsel nicht vollzogen werden konnte.